Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, in der letzten Folge haben wir verzweifelt nach Nia gesucht und wir haben jetzt einen Hinweis bekommen, und zwar, wir sollen zu Toras Haus zurückgehen. Und bin ich ja mal gespannt, ob es jetzt dort neue Hinweise gibt oder nicht. Anscheinend soll es auf irgendwie so ein Schiff sein oder so. Aber ich würde sagen, da schauen wir jetzt einfach mal hin. Ich mache das Bildmachgerät an und dann schauen wir doch mal. Servus, Leute. So, weiter geht's. Toras Haus. Okay. Toras Haus ist in die Richtung. When did it get so late? Und hier können wir trotzdem gleich sprechen. Das schalte ich jetzt schnell durch, weil das sind eigentlich nur Dinge, dass man hier mehr Ansehen bekommt. Also nichts Story-Relevantes oder so. Deswegen, so, wir müssen irgendwie hier runter. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war hier. Gehen wir mal hier lang. Da vorne geht's runter. Aber eigentlich, warte mal, wenn ich jetzt hier hinten lang gehe, jetzt kann ich euch gleich mal den Weg zeigen, das habe ich vor zwei Folgen gemacht. Da habe ich gegen eine andere Klinge, musste ich da kämpfen. Und da bin ich eigentlich gleich in ihr Haus gekommen. Jetzt schauen wir mal, ob der Weg dort hinten nicht besser ist, wie durch die ganze Stadt zu rasen. Und genau, das war nämlich hier hinten. Obwohl, die können wir auch gleich mitnehmen, die zwei hier. Okay, nehmen wir den noch mit. Quests sind es ja keine. Und alles vorlesen ist echt heftig. Okay, das machen wir jetzt mal nicht. Da könnten wir schlafen. Okay. Sehr gut. Dann haben wir das auch gefunden. So, und das andere war nämlich hier unten. Das weiß ich eben nicht. Ist hier frei? Ja, hier ist schon noch frei. Und die hat uns dann dort mitgenommen irgendwie. Okay, das ist doch ein anderer Weg gewesen, aber hier müsste es eigentlich auch lang gehen. Wir sind schon auf der richtigen Ebene. Nee. Okay, wo soll es denn hier lang gehen? Ah, hier. Toras Geheimtür. Genau. Okay, dann gehen wir hier rein. Genau, jetzt sind wir schon richtig. Der Weg ist, glaube ich, einfacher zu merken. Dromark executed. It doesn't bear thinking about. But getting aboard that warship will be no mean feat. We're going to need an ironclad plan. Army port is under heavy guard. I guess we'll just have to mount a full-on attack. No, Rex, we can't put everyone in danger. Right. Sorry. There! This is one of the Grand Arbor's routes, right? If this map is correct, it goes all the way from the quay to the hull of the warship. And here, it looks like some kind of cargo entrance. Could we sneak on that way? Oh, right! No one will spot us if we sneak in from below. Security light around this entrance. At night, not even workers here. Looks like this is our only option. Then it's a plan. Tora? Tora have something to show you. What's this then? Nobody ever see this before. Secret of Tora. An artificial blade. An artificial blade? I can't believe it. Tora have always wanted to be driver of Blade. But Tora... Tora has no potential to awaken Core Crystal. How could you know that? Surely you just have to try and... Oh. You did,
didn't you? Yes, 1 year ago. Tora applied to drive a recruitment man. Oh, dearie me. Oh, Tora, you mean you... It was bad. Tora had nosebleed for 3 days. Just a nosebleed? What you mean, just? People die from loss of blood, you know. Yeah, but from a nosebleed. Anyway, moving on. For a near-death experience, you're awfully casual about this. Anyway, back to Tora's blade. When complete, even no potential Tora can be a driver. This is simply incredible. You built this blade from scratch, Tora? It was started by Grampypon and Dadapon. But Grampypon die, and Tora still not know where Dadapon go to. Oh. So Tora will finish blade myself and become a driver like always wanted. Then Dadapon hear about Tora's success and come back home, yes? Oh, Tora. By the by, Tora, this blade, as far as I can see, it looks complete. What is there left to do? All Tora have left to do is buy missing parts. But Tora have no money at all. Oh, really? Really? Nothing. At all? Not even one gold. So you're asking for a loan? Not loan. closer to generous donation. Just like a Nopon. Always shrewd when it comes to gold. But if Tora completes artificial blade, combat capabilities will be big help on mission. Well, yeah. If it works, you may have a point. So, how much exactly do you need? Oh, no more than 60,000 gold. 60,000? Do you want a kidney as well? Calm down, Rex. I think we owe Tora our help. If it's just money he needs, I may be able to assist. Assist? How exactly? Nothing illegal, I hope. Don't even joke, Gramps. This is a natural crystal. It should fetch around 60,000. No way. We can't let you sell that. But... No, it wouldn't be right. That's it. I'm paying for the parts myself. Very admirable. Mama! Rex is too generous. This blade of yours had better be seriously useful, though, Tora. Leave that to Tora. Well then, let's go, I guess. Yippee! Will they really be okay? I suppose they'll have to be. Also, was brauchst du denn alles, um deine künstliche Klinge fertigzustellen? Tora braucht optimal Distanzsensor und 3 Bionen Konnektoren. Oh, davon habe ich noch nie gehört. Weder von dem einen noch von dem anderen. Optimaldistanzsensor braucht Tora für Augen von künstlicher Klinge, verstärkt Sehkraft enorm. Ist leider nicht billig dran zu kommen, geht aber nicht ohne. Und diese Bionenkonnektoren? Bionenkonnektor ist allgemein extrem nützliches Teil, aber Tora braucht vor allem, damit Hut nicht runterfällt. Wäre da ein herkömmliches Stück Schnur nicht ausreichend? Wo können wir diese Bauteile kaufen? In tollem Krimskramgeschäft namens Krämerladen Magier. Laden ist in Seitengasse gleich links neben Eingang von Torigot. Dann müssten wir schon daran vorbeigekommen sein. Okay, dann nichts mehr hin. Ja, wie sollen wir es kaufen? Ich habe doch keine 60.000. Ich habe 3.000. Komm out, komm out. Bauteile für künstliche Klinge. Oh, ich gehe einfach mal hin, aber
Ich denke mir, das wird nichts werden, weil... weil ich das Geld einfach gar nicht habe. Okay, wir müssen, denke ich mal, jetzt hier raus. Aus dem Gebiet. Also 30.000 für jedes Teil, denke ich mir. Okay. Wie soll das gehen, Mensch? Räucherhand. Cremeladen, da ist er. Der reinspaziert bei den Lieben. Hurra hier, um Bionenkonnektoren und optimal Distanzsensor zu kaufen. Oh, du bist doch der Nopon, der exakt dieses Hotel neulich so angeschmachtet hat. Was? Tora wurde beobachtet? Naja, nicht absichtlich, aber wenn jemand 3 Stunden lang dasselbe anstatt, fällt das irgendwann auf. Bionenkonnektoren haben wir aber noch jede Menge. Die kosten 4.000 Gold pro Stück. Dann wären wir mit 3 Stück ja bei 12.000 Gold. Mensch, die sind teuer. Also ich dachte... Rex hat versprochen, Bauteil zu bezahlen. Jetzt kein Rückzug, sonst Tora ewig schmalschmoll. Ja, ich weiß, versprochen ist versprochen. Nur, man ist echt nicht billig. Hm. Sag mal, Junge, bist du nicht zufällig ein Bergungstaucher? Und ob ich das bin? Ein richtiger Profi sogar, wenn ich das mal so sagen darf. Warum versuchst du denn nicht einfach die Bionenkonnektoren selbst zu bergen? Zu dieser Jahreszeit sieht man die wohl sogar recht häufig aus dem Wolkenmeer. Die Idee ist gar nicht so schlecht, das könnte klappen. Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Prima, fein, Rex 6 versucht, Tora feuert an. Hm, feuere ich auch an. Okay, da brauche ich aber dann noch Bauteile für Tora Teil 1. Da brauche ich dann aber noch, bleibt wohl der Optimal-Distanzsensor. Ließe sich so etwas nicht vielleicht auch aus dem Wolkenmeer bergen? Eher nicht. Man findet die fast nie, nur wenn die Titane in ganz bestimmten Positionen sind und die Strömungen stimmen. Und selbst dann bräuchten wir immer noch eine Portion Glück, um tatsächlich einen zu erwischen. Wenn wir alle Zeit der Welt hätten, wäre das vielleicht eine Option, aber die haben wir ja leider nicht. Hm, kann ich kurz stören? Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Dame dort eine Klinge und du bist ihr Meister, korrekt? Huch? Ist das offensichtlich? Halt, stopp, stimmt alles nicht. Rex und Tora sind auch Klinge. Und ich bin ihre Meisterin. Ach was, wenn, dann wäre ich ja wohl der Meister. Leute, Glaubwürde geht anders. Können wir noch mal von vorne anfangen? Sachte, macht euch mal nicht gleich ins Hemd. Ich bin Botaniker, kein Soldat oder so. Mein Name ist Sherdin, nur Zedwin. Freunde ist Botaniker, sieht nicht aus wie Botaniker, sieht eher aus wie oberstarker Haumeister. Das kriege ich oft zu hören, wenn auch nicht genau in der Formulierung. Na jedenfalls, ich wollte nach Lauscham rüber, aber da lungert ein Monster rum, mit dem ich alleine nicht fertig werde. Ich habe bereits versucht, die Armee um Hilfe zu bitten, aber da wollte mir keiner zuhören. Dann habe ich euch gesehen und mir gedacht, die sehen stark aus, die können mir helfen. Ich habe in meinem Lagerhaus noch einen Optimaldistanzsensor. Falls ihr mir helfen wollt, gehört ihr euch. Oh, fantastisch. Wir sind dabei, würde ich sagen. Die Insel Lasham ist leicht zu finden. Verlasst die Stadt durchs Haupttor, dann seht ihr sie auf der linken Seite. Erledigt dort das Juppenkrabbel, aber unterschätzt es bloß nicht. Dieses Biest kann gut austeilen. Okay. Als aktive Mission festlegen. Yep. So. Das Haupttor raus und links.
Okay, hier komme ich aber nicht durch. Das heißt, schauen wir mal, ich kann auch die Tageszeit verändern. Schauen wir mal. Zeit einstellen. Machen wir mal. Wie komme ich denn da runter? Wie geht's weiter? Ich speichere jetzt mal. Ich renne jetzt einfach mal rein. System. Speichern einmal bitte. Und dann schauen wir mal, ob ich sterbe oder nicht. Gott, ich kann ja hier hoch. Nein. Oh, Andy, was machst du denn? Underride. Lascham. Got this place burned into my mind. Okay, ist es das hier oder was? Das will ich nicht angreifen. Das muss das Monster sein, von dem dieser Zedwin gesprochen hat. Das sieht im wahrsten Sinne des Wortes nach ein harter Nuss aus. Tora würde den Nuss gern knacken, ist aber kein guter Kämpfer, würde ratzfatz als Häppchen im Monsterbauchi enden. Keine Sorge, Tora, den kriegen Pyra und ich schon zu zweit Platz. Stimmt's, Pyra? Das glaube ich. Aber Rex, vergiss nicht, dass du auch noch andere Klingen außer mich, also mir zur Verfügung hast. Du sagst sie was. Ein guter Meister muss lernen, alle seine Klingen gezielt einzusetzen. Gibt recht, ich werde dran denken. Also dann, auf in den Kampf. If they seek a fight, they shall get one. Ha! Ha! I think we're on a roll here. I like your attitude. Yeah, grand smash! Ha! Ow! Blow him down! I think we're on a roll here! My thoughts exactly! Come on! Yep, the bullet punch! Blade hit it now! Always! Someone's in trouble! Why not? Why not? Okay, dann hätten wir das auch erledigt. Aber wo ist denn jetzt das drin? Inventar. Ach so, die muss ich ja dem erst geben. Ich habe jetzt aber hier. Der kann nur eins nehmen.
Gänsetasche. Erhöht Rückwurfresistenz. Okay, da warte ich jetzt erst noch mal. So, okay. Dann gehen wir mal hier wieder rein. Ja, wir sterben praktisch nicht, wenn wir da reinfallen. Wir können hier praktisch schwimmen, oder wie? Ah, sehr schön. Boah, die Musik, Leute, geil. Der schon heftig groß hier ist. Ah, die hat ein Fragezeichen. Wollen wir die mal annehmen? Warte, ich habe den Kran kaputt gemacht. Nein. Na gut, dann will ich euch mal glauben. Tut mir leid, dass ich euch verdächtigt habe. Was ist los? Ihr wollt wissen, worum es geht? Dann hört mal zu. Irgendein Spaßvogel hat bei unserem Kran das Kabel durchtrennt. Am Anfang dachten wir, es wäre durch Verschleiß gerissen, aber dann ist es wieder und wieder passiert. Jedes Mal, wenn wir es reparieren, ist es am nächsten Morgen wieder kaputt. Das kann kein Zufall mehr sein. Irgendjemand spielt uns hier ganz übel mit. Mist, was nun? Wir müssen irgendwie die Zeit wieder gut machen, die wir durch das zerschnittene Kabel verloren haben. Aber wenn wir jetzt schon wieder ohne Kran dastehen, ist das nicht so einfach. Ich kann helfen, wenn du willst. Wirklich? Das würde uns echt aus der Patsche helfen. Wir hätten zwei Aufgaben für euch. Die erste wäre, dass ihr uns helft, den Kran zu reparieren. Matthias, der Kranführer, ist eigentlich dafür zuständig. Er kann euch Einzelheiten verraten. Okay. Die andere wäre, den Täter zu finden und ihm und immer unser Kabel zerschneidet. Leider haben wir keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte. Petl, unser Lehrling, ist besonders heiß darauf, den Schuldigen zu finden. Vielleicht könnt ihr ihn dazu befragen. Verstehe. Findet die beiden am Kran. Folgt einfach der Außenmauer, dann könnt ihr sie nicht verfehlen. Na gut, dann zähle ich auf euch. Kran-Sabotage. Angenommen. Okay, jetzt machen wir jetzt aktuelle Mission. Das andere haben wir ja schon. Dann schauen wir doch mal, ob wir das denn hier lösen können. So, da wäre der Petl. Hallo, wie läuft's? Hat Aaron euch gesagt, dass ihr assistieren sollt? Ausgezeichnet. Hört zu, wir benötigen dringend Informationen über den Kriminellen, der das Kabel durchtrennt hat. Okay. Die Vorgehensweise ist dabei euch überlassen, Agenten. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind in dieser Stadt ist ein potenzieller Täter. Selbst die Tiere sind nicht unschuldig, also hört euch überall gut um. Das kriegen wir hin. Ich verlasse mich auf euch, Agenten. Hier raus. Okay, wir müssen dann praktisch in die Stadt rein. Unten oder was? Die ist oben irgendwo. Hier oben. Die Sache ist so, ihr wollt wissen, ob jemand das recht gesehen habe, schon oft genug, ich halte hier schließlich nicht zum Spaß, aber mir geht nie etwas. Gibt es was Interessantes zu erzählen? Naja, hier vor Ort ist mir in letzter Zeit nichts aufgefallen, sonst hätte ich sofort Alarm geschlagen, aber neulich hat mir ein Kollege berichtet,
Seine Einheit sei auf Patrouille von Unbekannten angegriffen worden. Zum Glück sind sie mit ein paar Schaden davon gekommen. Aber wer auch immer die Angreifer waren, es müssen ein paar recht fähige Schützen darunter gewesen sein. Verstehe. Aber das ist auch das einzige Verdächtige, woran ich mich erinnere. Dank Moradin ist das sogar mit recht friedlich. Okay. Gibt's hier Fallschaden? Okay, gibt's Fallschaden. Ach so, die Dinger brauche ich nicht. Ich brauche jetzt nur die Ausrufezeichen. Da oben ist einer. Wie komme ich denn da hoch? Wenn man die Gerüchte so gern, also ich sag es so, ob ich eine Ahnung habe, wer der Krank kaputt gemacht haben könnte, da fragt ihr die Richtige. Ich habe gehört, dass ein Meister wohl zwei verdächtige Gestalten am Baum am Stadtrand gesehen haben soll. Verstehe. Glaubt ihr, das waren vielleicht ein paar Verbrecher, die den Ort hier ausgeschaffen wollten? Was für ein gruseliger Gedanke. Als ob die Welt für ein Mädchen wie mich nicht schon gefährlich genug ist. Okay, dann haben wir das und dann müssen wir... Oh. Ich denke mal, das ist auf der anderen Seite drüben. Auf der anderen Seite auf der oberen Ebene. And arrived. Got this place burned into my mind. Schon weiter heftig. Also die Sache ist so. Nunu, geht um kaputten Kran, ja? Hab nur Gerücht von Amas gehört. Ist also möglicherweise Bockmist. Amas reden viel, wenn Tag lang ist. Jedenfalls haben Amamamas bei Plausch erzählt, dass Trutans großen Schabernack getrieben haben. Ach echt? Aber wenn Trutans in Stadt randaliert hätten, wieso dann noch kein großes Geschrei unter Bürgern? Poyo Popoyo hat kein großes Geschrei gehört. Also muss Gerücht falsch sein. Zwei Personen, möglicherweise Trutans, wurden bei einem Riesenbaum vor Torigok gesehen. Finden Sie. Okay. Thank you.
großen Baum vor Tori. Also müssen wir jetzt zum Anfang. Baum vor Torigurt. Gibt es mehr so größere Bäume? Hier wäre ein großer Baum. I'm going all in. Come out, come out. Was a Baum for Tobi got? Is he had this Baum? When did it get so late? Hey! You're all mine. Can we catch a few winks? Schauen wir mal hier hoch. Come out, come out. Ah, das könnten die zwei sein, oder? No! We lost the upper hand! Ha! Ha! No effect! Ha! Hey! Nice going! My thoughts exactly! Why? Much obliged! Grand smash! Hey, don't go down on me now! It's getting tough! Ha! Why not? Wait, did you mess up? Don't give up on me! Ow! Alter! Out the juice! Fine, we'll get him yet. I screwed up. Nehmen wir die mit und probieren wir es nochmal. Ich glaube, dass mit der Pyra einfacher geht.
Okay, bring it on. It's okay. Thanks for that. Let's keep this up and we'll win for sure. I like your attitude. Rush down. Anchor shot. Ha! Ha! What would you have to do? Bash! It's okay. Thanks for that. Yeah! Anchor shot. Go somewhere else, why don't you? Why not? What would you have to do? Jetzt kommt der Vogel hier noch. Now, let's show Rex. Maybe you should slow down. Why here? Okay, probieren wir es noch einmal. It's fine, we'll get him yet. Mein Enkel, lass es auch bleiben, weil dann schaffen wir das noch nicht. Die Gegner noch ein bisschen zu hoch hier. Okay, bring it on. Yeah! Ha! Eagle Eye! Why not? Let's keep this up and we'll win for sure. Michael, anchor shot! Ha! Why not? Ha! Yeah! Oh, no, he's gone! Thanks for that. Double spinning it! Our emotions are in tune, Rex! My thoughts exactly. Rex, maybe you should slow down. Nah, I can keep going. It's okay. Let's keep this up and we'll win for sure. Let's go. As Hit you it. Wish. No. Flame Nova. Das schaffe ich nicht. Why here? Okay, das lassen wir, glaube ich. Die machen mich komplett platt. Die machen mich platt. Das schaffen wir leider noch nicht. It's fine, we'll get them yet. Ich glaube 10 und Level Don't push 10 und Level yourself too 11. Hard. Ich wollte aber mal schauen. Okay, dann machen wir hier weiter. Da bin ich noch ein bisschen zu low dafür. Ihr seid wieder da. Das Jugendkrabbel ist Geschichte. Da habe ich ja wirklich die Richtigen gefragt. Dann will ich euch zu meinem Wort stehen. Hier ist der versprochene Optimal-Distanzsensor. Vielen Dank. Der lag bereits im Lager rum, als mein Opa noch lebte. Daher ist er etwas verstaubt, sollte aber noch gehen. Danke für eure Hilfe. Jetzt sollte alles in Ordnung sein. Okay. Ist ja blöd, wenn man nicht bei den Nebenmissionen sieht, ja, was ungefähr für Level sind oder Stärke. Okay, müssen wir den zweiten Teil abschließen. Dazu müssen wir Tora Teil 2.
Missionsbuch, das war, da müssen wir doch tauchen. Ja, ich brauche aber jetzt noch Werbungs. Hier brauche ich noch was. Kaufen wir mal ein. So, okay, und dort hinten habe ich schon eine Stelle gesehen, wo wir das rausziehen könnten. Und zwar dort. Smell of salvage. Okay, bring it on. Oh, let's keep this up and you'll win for sure. My thoughts exactly. Anchor shot. Ha! Ow! Yeah! Yeah! Rush down! Why not? Let's keep this up and we'll win for sure. I like your attitude. Treasure acquired. Okay, haben wir mal nichts bekommen. The smell of salvage. No, we lost the upper hand. Oh no, you don't. Ha! Thanks for that. Yeah. Let's keep this up, and we'll win for sure. I like your attitude. Anchor shot. Rush down. Why not? Yeah. My powers finish us! Gotcha! Treasure acquired. Ah, haben wir schon zwei, okay. Okay. Oh, nochmal. Oh, I can't wait! Onwards. Gar nicht so leicht, wenn man da genau richtig dann drückt. Oh, I demand a do-over. Scheiße. Mischt. It must have sensed our skill. Okay, dann lass ich mal. Dann hol ich mir lieber gleich noch diese blöde Kerne. Dann probieren wir es nochmal. Muss doch hier gehen. Einmal haben wir es ja schon hinbekommen.
Aber mit den Tasten drücken ist gar nicht so einfach, weil man das perfekt hinbekommt. Time for some treasure hunting. Ta! Onwards. This looks like it'll be something good. No! We lost the upper hand. Let's keep this up and we'll win for sure. My thoughts exactly. Anchor shot. Ha! It's okay. Much obliged. Sword back. Let's keep this up and we'll win for sure. I like your attitude. Losing focus, Rex? It'll be fine. We can turn it around. Give the word and I will unleash my fire. Hit okay, it. No. Here we go. Super. Why not? Treasure acquired. Oh, gut. Gut, dann haben wir es abgeschlossen. So, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle doch einen Cut. Freut mich, dass du dabei warst und dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like, Kommentar oder ein Abo da. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, schauen wir dann, wie es mit der Klinge von Thora weitergeht. Ich denke mal, dass sie die dann zum Leben erwecken kann. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Andi. We'll be right back.